Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Du bist von Gott geliebt. Das steht auch hier drin. Weißt du das? Wertgeachtet und von Gott geliebt. Er hat dir ein Erbe hinterlassen. Aber was hast du davon, wenn du es nicht gebrauchst? Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute geht es um dieses Testament. Nicht um irgendein Testament, sondern um dieses Testament. Und da steckt so vieles drin, überdimensional, überfließend, überreichlich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da alles drin steckt. Und ich glaube, dass wir erst einen ganz kleinen Teil davon gemerkt haben oder in Anspruch genommen haben oder überhaupt nehmen. Und da oder das ist ein Erbe für dich. Und das möchte ich euch heute etwas näher bringen. Ein Erbe für dich. Und ich habe viele Bibelstellen heute mitgebracht, einfach um das zu untermauern, was da drin steht. Dass ihr das nehmen könnt, dass ihr das gebrauchen könnt und dass es wirklich für euch persönlich ist. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus als Erben aller Dinge eingesetzt. So steht es im Brief an die Hebräer, Kapitel 1, Vers 2. Jesus ist derjenige, dem alles gehört. Sohn Gottes, Licht der Welt, Quelle lebendigen Wassers, höchste Autorität, Herrscher des Universums. Dieser Jesus hat dir ein Testament hinterlassen, das für dich ganz persönlich ist. Ein Testament ist eröffnet bzw. gültig, wenn jemand verstorben ist. Wir wissen das. Jesus ist am Kreuz von Golgatha verstorben und deshalb ist sein Testament rechtsgültig. Alles, was darin steht, ist für dich. Und das ist nicht wenig. Das ist überdimensional, das ist grenzenlos, das ist gewaltig. Das ganze Erbe ist für dich. Du gehörst zur Familie Gottes, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast. Römer 8, 15 bis 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Ist das nicht wunderbar? Hier steht es schwarz auf weiß. Du bist Sohn oder Tochter und somit erbberechtigt. Und das steht hier ganz konkret. Und weiter auch im Galater 4, 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und Vers 7, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Du bist losgekauft durch den Tod von Jesus, damit du Sohn oder Tochter sein kannst. Wir sind keine Sklaven des Teufels mehr, sondern Kinder Gottes. Kinder des Allerhöchsten durch die Erlösung am Kreuz. Und das darfst du für dich in Anspruch nehmen. Dadurch gehört das ganze Erbe dir, dir persönlich. In diesem Testament steht, was Gott für dich bereit hat. Sogar im Alten Testament hat Gott schon bestimmt, dass wir alle,
jeder Einzelne Anspruch auf ein Erbe hat. Und da gibt es eine erstaunliche Geschichte in 4. Mose 27, 1 bis 8. Da war ein Mann mit Namen Zelophat, der hatte 5 Töchter und keinen Sohn. Und man muss wissen, damals waren die Frauen nicht erbberechtigt. Sie haben nichts bekommen. Und da waren diese 5 Töchter, die zu Mose und dem Priester Eleazar gingen und ihr Erbe einforderten. Das war damals eine Rechtssache, wer erbberechtigt war. Und Mose bringt das vor Gott. Er entscheidet nicht selber und sagt, das Gesetz ist halt so. Er fragt Gott. Und was sagt Gott? Vers 6. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Die Töchter Zelophats reden recht. Du musst ihnen in der Tat einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben. Und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und zu den Söhnen Israel sollst du Folgendes reden: Wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und hier wurde ein für alle Mal von Gott geklärt, dass jeder Mensch erbberechtigt ist. Und wenn das schon im Alten Testament so war, wie viel mehr erst im Neuen Testament? Das ganze Erbe gehört uns. Damals ging es um physikalisches Erbe und heute geht es um das geistliche Erbe. Das, was in der Bibel steht, das, was im Wort Gottes steht, was da drin enthalten ist, das gehört dir. Es ist nicht eine Meinung von Mose oder der oberen Führer, sondern es ist eine direkte Antwort von Gott. Du bist erbberechtigt. Er sagte, du musst ihnen einen Erbesitz geben. Und Gott hat etwas zu sagen, dass du dein Erbe bekommst. Der Feind will uns immer weismachen, dass wir kein Recht auf die Verheißungen Gottes haben. Im Gegenteil, du hast ein Recht auf Heilung. Du hast ein Recht auf Befreiung. Du hast ein Recht auf Versorgung. Und du hast ein Recht, Gottes Autorität zu gebrauchen, die in dir ist. Diese Rechtssache ist hier drin verankert. Du hast ein Recht darauf, auf das, was hier drin geschrieben steht. Und da ist die Rede von Heilung, dass er unser Heiler ist, dass er unser Befreier ist, dass wir seine Autorität haben und gebrauchen dürfen und sollen und dass er uns versorgt. Das steht hier drin geschrieben und das ist für dich. Ein legales Recht, das uns der Teufel nicht nehmen kann, weil es Gott verheißen hat. Wenn hier auf der Erde ein Testament eröffnet wird und du darin benannt bist, bekommst du etwas. Und zwar das, was für dich bestimmt ist, was da geschrieben steht. Und das kann ein Geldbetrag sein oder vielleicht sogar ein Haus. Es könnte auch ein Auto sein oder ein Schmuckstück oder ein wertvolles Bild oder irgendetwas anderes. Und was machst du damit? Du holst es dir, du nimmst es. Und du verwendest das, was du geerbt hast. Und du freust dich darüber, denke ich zumindest. Es ist da, um verwendet zu werden. Und du kannst das uneingeschränkt verwenden, es gehört dir. Du kannst ein Testament aber auch ablehnen. Dann hast du nichts. Dann ist es nutzlos für dich.
Und genau so ist es auch mit dem Testament, das Jesus dir hinterlassen hat. Du kannst es annehmen oder du kannst es ablehnen. Einige Christen nehmen das Testament, gebrauchen aber nicht, was sie da geschenkt bekommen haben. Ein Beispiel, um es deutlich zu machen. Du hast ein super tolles Auto geerbt. Ein schönes, schnelles, hochklassiges Auto. Du hast es abgeholt und in deine Garage gestellt. Den Fahrzeugschein trägst du immer mit dir herum und zeigst jedem, dem du begegnest, was für ein tolles Auto du bekommen hast. Es steht in deiner Garage und du gehst immer drum herum und bestaunst es, fährst aber nie damit. Du hast nicht wirklich etwas davon, wenn es in der Garage steht. Und genau so ist es mit dem Testament von Jesus, in dem dein ganzes Erbe geschrieben steht. Du kannst es in der Hand halten, du kannst es mit dir herumtragen, du kannst jedem erzählen, was du hast, aber was hast du davon, wenn du es nicht gebrauchst? In diesem Testament steht genau drin, was dir gehört. Du bist Alleinerbe. Alles ist für dich. Alles gehört dir. Und bei einer Testamentseröffnung kannst du nicht sagen, diesen Teil nehme ich, aber das andere will ich nicht. Entweder du trittst das Erbe an oder du lässt es bleiben. Somit können wir auch nicht aus der Bibel das herausstreichen, was uns nicht passt. Entweder wir nehmen das ganze Erbe oder es hat keine Bedeutung für uns. Wir können uns auch vom Erbe ausschließen. Es gibt auch eine Gebrauchsanweisung in diesem Testament. Galater 5, Vers 21, das sagt uns der Paulus und er meint dabei die Menschen. Er sagt Folgendes: Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorhersagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und da gibt es wohl etwas, das uns vom Erbe ausschließt. Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Dass wir nicht tun, was wir wollen, mit unseren Emotionen, mit unserer Lust, einfach in den Tag hineinleben und tun, was wir wollen, sondern dass wir das tun, was in diesem Testament geschrieben steht. Und es steht auch ganz klar darin, was wir nicht tun sollen. Und wir lesen das im Vers 19 bis 21. Das kennt ihr alle. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Das ist ein Punkt, eine klare Anweisung, was uns vom Erben ausschließt. Haben wir gerade gelesen. Gott sei Dank können wir diesen Status aber wieder ändern, indem wir uns verändern. Wenn wir diese Dinge ablegen und Jesus um Vergebung bitten, hat das keine Wirkung mehr in unserem Leben und wir können das ganze Erbe haben. Wenn wir das Erbe antreten, eröffnet es uns gewaltige Dimensionen.
du hast ein legales Recht auf die Verheißungen der Bibel. Nimm dein Erbe in Besitz. Du hast Vollmacht. Jesus hat seine Jünger ausgesandt und zu ihnen gesagt, Lukas 10, Vers 19, siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie schaden. Auch du bist ein Jünger von Jesus. Und du hast die gleiche Vollmacht. Nimm dein Erbe in Besitz. Du hast Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. So steht es hier. Und es kann dir nichts schaden. Und dies ist eine Gebrauchsanweisung, wie wir mit Mächten, die uns entgegenstehen, umgehen sollen. Jakobus 4, Vers 7, der bekannte Vers, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und dieser Widerstand geschieht in Vollmacht. Lass dich nicht einschüchtern, sondern benutze diese Vollmacht, die du durch dein Erbe hast. Überlass dem Feind nicht das Feld. Lass den Feind nicht über dich regieren, sondern stehe ihm entgegen in Vollmacht, in dieser Vollmacht, die in deinem Erbe geschrieben steht. Du hast Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und der Heilige Geist ist da. Er ist in dir. Und strecke dich aus nach mehr von ihm. Du kannst ihn überfließend haben. Auch Paulus bezeugt im Brief an Timotheus, dass Jesus ihm Kraft verliehen hat. Und dieselbe Kraft hast auch du. Die hatte der Paulus, die hatten viele andere nach ihm. Und dieselbe Kraft hast auch du. Kraft für jeden neuen Tag, Kraft für deine Arbeit, Kraft, um zu vergeben und Kraft, um Gutes zu tun. Kraft, um zu widerstehen, allen Anläufen des Teufels zu widerstehen, allen Versuchungen zu widerstehen, die dir jeden Tag begegnen. Du kannst immer wieder auftanken, weil Jesus die Kraft selber ist. Du hast ein legales Recht auf das, was in der Bibel geschrieben steht. Und der Teufel will uns immer einreden, dass es nicht so ist. Und du hast ein Recht auf Heilung. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er die meiste Zeit damit verbracht, Kranke zu heilen, zu befreien und die Menschen zu lehren. Das ganze Neue Testament ist voll davon, wie Jesus Menschen heilte. Zum Beispiel in Lukas 9, Vers 11. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes, und die Heilung brauchten, machte er gesund. Brauchst du Heilung? Das ist dein Erbe. Es steht nirgends, dass Heilung vom Erbe ausgenommen ist. In einem Testament können nicht Teile gültig sein und Teile ungültig. Entweder ist es rechtsgültig oder nicht. Psalm 103, Vers 3. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Warum sollte in der Bibel der eine Vers gültig sein und der andere nicht? Das macht keinen Sinn. Du hast Anspruch auf das, was in der Bibel steht. Und viele Menschen haben das schon erfahren. Und es ist Realität, dass Gott Menschen berührt. Und ich habe euch ein paar Zeugnisse mitgebracht, was Menschen erlebt haben, was sie uns geschrieben haben. Da schreibt eine Frau,
Ich möchte mich ganz herzlich bei euch für die Gebetsunterstützung bedanken. Vor ein paar Monaten habe ich mich wegen meiner Tochter an euch gewandt. Sie hatte Nierensteine, Nierenbeckenentzündung, schlechte Blutwerte und Keime. In meiner Not bin ich zu euch gekommen. Gott, der Herr, hat die Gebete erhört. Sie ist wieder vollkommen geheilt. Dank sei Gott und euch. Und noch eines habe ich mitgebracht. Gott hat gewirkt. Für zwei Freundinnen wurde gebetet. Bei der einen ist kein Krebs mehr da und keine Chemotherapie nötig. Die andere Freundin braucht keine Operation am Rücken, sondern kann mit Spritzen behandelt werden. Und ich habe eine neue Brille, mit der ich gut sehen kann. Meine Tage gelingen mir mit viel Freude. Jesus heilt. Das ist wunderbar. Jesus heilt. Jesus hilft uns. Er ist da und er schenkt uns auch die Freude, unseren Alltag zu bewältigen. Lukas 4, Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Das ist unser Gott. Wenn du Lasten mit dir herumschleppst, die du nicht loswirst, dann lade sie bei Jesus ab. Dafür ist er gekommen, um dich frei zu machen, und das ist dein Erbe. In diesem Testament steht auch, dass er unser Versorger ist. Gott kümmert sich um dich. Er sieht dich und er weiß, wie es dir geht. Und es steht auch geschrieben, dass wir nicht besorgt für unser Leben sein sollen, was wir essen und was wir trinken und was wir anziehen. Wir lesen da, dass unser himmlischer Vater weiß, was wir bedürfen. Er sorgt für uns. Er hat auch eine Lösung für dein Problem, das du gerade hast. Er hat für jeden Mangel eine Lösung. Und da habe ich noch ein letztes Zeugnis. Anfang dieses Jahres bat ich um Gebetsunterstützung, weil ich seit 2015 selbstständig bin und noch keine Gewinne erzielen konnte. Die Einrichtungs- und Weiterbildungskosten überschritten bei weitem die Einnahmen. Mein Fehler war zu wenig Werbung und dass ich zu geringe Honorare nahm. Eure hoffnungsvolle Antwort mit Gottes Wort gab mir neuen Mut. Durch die neu gewonnenen Klienten bin ich jetzt und für dieses Geschäftsjahr zum ersten Mal aus den roten Zahlen heraus. Danke für euer Gebet. Danke, Jesus. Jesus hat für jeden Mangel eine Lösung und auch für dein Problem. Und er ist dein Helfer. Psalm 54, Vers 6. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Seine Hilfe ist da. Und noch ein Bibelvers, Hebräer 13, Vers 5 und 6. Da steht geschrieben, denn er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen noch verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Und das ist auch für dich geschrieben. Das ist für dich. Eine wunderbare Perspektive, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, auch nicht vor der Zukunft, weil Gott uns hilft. Er verlässt uns nicht und er lässt uns nicht im Stich. Jeder einzelne von uns ist ihm wichtig. Ein letzter Vers noch in 1. Petrus 5, Vers 7. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ist das nicht wunderbar? Er ist besorgt für dich und er ist absolut zuverlässig. Er vergisst dich nicht. Er verlässt dich nicht und er hält seine Versprechen. Seine Versprechen, die hier geschrieben stehen. Du bist von Gott geliebt. Das steht auch hier drin.
weißt du das? Wertgeachtet und von Gott geliebt. Er hat dir ein Erbe hinterlassen. Nimm es an und lebe darin. Mach aus diesem Erbe etwas. Lass es nicht irgendwo liegen oder dass du gar nicht hineinschaust oder es gering achtest. Nimm dein Erbe an und lebe damit. Schau hinein, was geschrieben steht, was Gott für gute Absichten für dich hat, was Gott für wunderbare Dinge für dich bereit hat. Überfluss, überdimensional, grenzenlos. Man kann es gar nicht mit Worten beschreiben, was dieses Testament, was dieses Erbe für uns bedeutet. Für dich persönlich. Du bist Alleinerbe, weißt du das? Alles gehört dir, alles, was da drin geschrieben steht. Amen. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.